Versorgungssicherheit und die Stabilität der Stromnetze im Bundesland werden beim Greentech-Unternehmen Salzburger AG großgeschrieben. Deshalb wurde in den vergangenen Monaten im Pinzgau ein neuer, hochmoderner Lastverteiler errichtet. Die Netze sind sehr wichtig vor dem Hintergrund der aktuellen Herausforderungen. Es geht um Energiewende, es geht um Elektromobilität. Vor dem Hintergrund des Klimawandels wird die Sicherheit der Energieversorgung immer wichtiger. Und wir haben in der Ukraine einen Krieg. Also auch vor diesem Hintergrund ist die Energieversorgung, Versorgungssicherheit etc. immer, immer wichtiger. Hier in der Leitstelle Pinzgau passiert die Steuerung des Stromnetzes im Bundesland Salzburg. Wir sind hier in der Lage, das gesamte Stromnetz zu steuern. Aber nicht nur hier in Pinzgau, sondern wir haben mehrere Leitstellen im Bundesland Salzburg, von wo wir aus die Sicherheit des Stromnetzes garantieren können. Das Stromnetz wird in der neuen Leitstelle genau überwacht, auf Störungen reagiert und zum Beispiel Reparaturen an den Leitungen koordiniert. Wenn zum Beispiel auf einer 30.000 Volt Leitung was zum Reparieren ist, können die Mitarbeiter nur arbeiten, wenn die Leitung spannungslos ist, also ausgeschaltet. Diese Abschaltungen koordinieren wir in der Leitstelle, weil wir darauf achten müssen, dass die Stromversorgung teilweise umgeschalten werden kann, damit so wenig wie möglich Kunden keine Stromversorgung haben. Das wird bei uns koordiniert und das machen wir da. Die neuen Arbeitsplätze sind ergonomisch eingerichtet, höhenverstellbar und hochdigitalisiert. So kann die hohe Qualität der Salzburger Stromnetze auch in Zukunft garantiert werden.